Und weiter geht es mit unserem Instanzenguide zum Krieg gegen die Finsternis. Wir befinden uns hier beim zweiten Boss. Die anderen Bosse findest du unten in der Videobeschreibung. Der zweite Boss hat zwei Phasen. Die erste Phase ist, dass man hier die Adds wegräumen muss. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass der Boss immer mal wieder ein Add opfert und sich einen Buff holt. Wenn er ein Add opfert, bekommt er von diesem Buff zwei Stacks. Und mit jedem Stack macht der Boss später 40 mehr Schaden. Das heißt, die Aufgabe der Gruppe ist es, so schnell wie möglich die Adds down zu fokussen, am besten mit AE, so dass der Boss dann, wenn er in den Kampf einschreitet, nur noch 10 bis 12 Stacks hat. Mehr sollten es allerdings nicht sein, weil das wird sonst ziemlich knapp vom Schaden her. Also ich kann es nicht empfehlen. Der Tank muss auch selber so ein bisschen rausgucken, wie viele Add-Gruppen er pullen kann. Das ist eine reine Testing-Sache. Und wenn die Adds down sind, kommt der Boss. Dann kommt er in die zweite Phase. Er kann auch schon vorher gepullt werden. Sollte man aber tunlichst vermeiden, weil man hat die Adds und den Boss dann. Und das ist nicht so gut. In der zweiten Phase hat er zwei Fertigkeiten. Einmal diesen Frontalatem hier. Das Wichtige ist, dass diese schwarze Suppe, die er ausspuckt, auf dem Boden liegen bleibt und weiterhin Schaden verursacht, wenn man durchläuft. Das sollte man also vermeiden. Und die zweite Fertigkeit ist die AE-Attacke mit diesen roten Adern, wie man sie schon beim ersten Boss gesehen hat. Da sollte man auch natürlich sehr schnell rauslaufen, um den Schaden zu vermeiden. Die Standardattacke des Bosses ist eine Fernkampfattacke. Also er spuckt mit so einem schwarzen Feuerball die ganze Zeit. Der Tank kann ihn dadurch ein bisschen kiten und Schaden vermindern, dass er eben dann wegläuft. Und so kann er etwas den Schaden minimieren. Aber das war auch schon der Guide zum zweiten Boss in der Instanz. Und wir sehen uns beim nächsten Boss wieder.